Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir werfen heute wieder einen Blick in die Vergangenheit und schauen uns gemeinsam meine Neuzugänge aus dem März 2018 an und stellen uns dann gemeinsam die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Und ich habe jetzt schon mal in meiner Statistik geguckt, es waren wohl 23 Neuzugänge im März und dementsprechend habe ich das Video wohl auch gesplittet. Ich hoffe, dass ich das jetzt mit der Technik einigermaßen hinbekomme. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal, welche Bücher ich daraus schon gelesen habe. Ah, vor dem gleichen Hintergrund, sehr cool. Und das erste Buch ist Frostblood von Ellie Blake. Und das ist der Auftakt einer Trilogie. Und ich hatte mir das im Englischen geholt, weil Paddy, ich glaube, so von dem deutschen ersten Band geschwärmt hatte und es das englische E-Book für 2 Euro gegeben hat. Und das Buch ist gelesen. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, ob ich es in Deutsch oder dann in Englisch gelesen hatte. Und ich fand die Geschichte ja ganz schön, so diese Unterschiede natürlich wieder zwischen diesen Kaltblütern und Warmblütern. Aber ja, weitergelesen habe ich die Reihe nicht. Ein absolutes Highlight aus dem letzten Jahr mit Gobi durch die Wüste von Leon Leonard. Habe ich ja gewonnen bei Lovely Books in der Leserunde und war ja wirklich ein Highlight für mich. Ein Extrem-Marathonläufer, der eben auch Wüsten durchquert, findet eben in der besagten, die wir schon im Titel finden, diese Hündin. Und irgendwie verliebt sich sowohl Hund wie Mensch ineinander. Und er versucht dann eben mit allen möglichen Mitteln diesen Hund im Grunde dann auch mit nach Hause zu nehmen. Das muss wohl, als es aktuell war, auf Facebook-Seiten gegeben haben und einen Blog, wo er seine Fortschritte erzählt. Und das ist jetzt seine Geschichte und auch die von Gobi im Grunde in Buchform. Und ich fand das einfach so herzlich, tierlieb und richtig, richtig schön. Ja, im Leseclub haben wir gelesen, Der Teufel von New York von Lindsay Fay habe ich mir bei Medimops mitgenommen oder auch bestellt, relativ günstig, und war eben ein Leseclub-Buch, haben wir auch dort gelesen. Und ich weiß, dass es mir relativ gut gefallen hat. Ich mochte diese Idee von, ich sag jetzt mal, Jack the Ripper allerdings in New York ganz gerne. Ich fand es auch sehr blutig und düster und an mancher Stelle ein bisschen zu brutal. Ich glaube, das Schöne daran war eben auch einfach wieder der Austausch im Leseclub. Den findet ihr übrigens immer unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wir setzen ja jetzt im März auf, aber im April gibt es wieder ein Buch und im Leseclub liest man definitiv auch Bücher. Auch Unsterblich von Jens Lubadé wurde dann dieses Jahr, glaube ich, oder Ende letzten Jahres im Leseclub gelesen. Hatte ich mir auch bei Medimops mit bestellt, weil irgendwer von Jens Lubadés neuem Buch geschwärmt hatte und ich aber Unsterblich auf der Wunschliste hatte und mir dachte, du liest dann auch erst das erste Buch des Autoren. Und das haben wir dann eben auch im Leseclub gemacht. Und hier geht es eben so ein bisschen um Klone, beziehungsweise, dass man Menschen zu einer gewissen Zeit, in einem gewissen Alter sozusagen festhalten konnte, die aber schon lange tot sind, und man so eben zum Beispiel eine Marlene Dietrich in die Welt zurücklässt, und dass das aber nicht immer ganz so einfach ist. Das Café am Rande der Welt wurde mir mehrfach empfohlen. Das ist von John Strelecki. Soll ein sehr nachdenklich machendes Buch sein, das gefühlt bei sehr vielen was im Kopf anstellt, anregt, zum Nachdenken anregt. Für mich war es nicht so richtig das, was ich erwartet hatte. Ich habe wirklich so die Erkenntnis daraus erwartet. Ich fand es aber tatsächlich gar nicht schlecht, so vom Nachdenk-Variante, von diesem Nachdenkgefühl, aber so richtig flashen konnte es mich nicht, ist aber vielleicht für den Einstieg in diese Thematik gar nicht schlecht. Ja, von Markus Sakai ist die Abnormen bei mir eingezogen, ich glaube auch gebraucht, das könnte dann eine Rebuy-Bestellung gewesen sein, wenn es nicht auch bei Medimops war. Und habe ich ein Buch gelesen von Markus Sakai, genau, im Monat davor, und war so angetan von seinem Schreibstil, dass ich auch sein Erstlingswerk lesen wollte. Und der erste Teil dieser Reihe, ich glaube, es ist eine Trilogie, wird auch absolut gefeiert und hat ganz tolle Rezensionen. Die Geschichte soll aber dann wohl im Nachgang auch ein bisschen nachlassen. Es ist, glaube ich, auch noch ein Self-Publisher-Buch gewesen, das er zu Beginn eben selbst herausgebracht hat und erst danach im Grunde seine Bücher dann auch über den Verlag erschienen sind. Darauf bin ich gespannt. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. 7 Schön von Judith Winter. Ja, ich möchte gar nicht spoilern. Es wurde jetzt in diesem Monat von mir angelesen. Ich habe wieder mir 5 Bücher herausgesucht, die ich sozusagen dafür Sentence Challenge reinpacke. Das Buch war da mit dabei.
Wie es ausgegangen ist, möchte ich jetzt aber gar nicht verraten. Das erzähle ich euch in meinem angelesenen Video, weil ich eben genauso ein paar, ich sage jetzt mal Subleichen, ist immer so ein böses Wort, aber ein paar Bücher, die ich eigentlich irgendwie schon spannend fand. In dem Fall war das ja ein Tauschbuch, wenn es nicht eine Empfehlung war, was ich mir Gebrauch geholt habe. Aber zu dem Buch erzähle ich mehr. Ich zähle es jetzt aber mal als gelesen. Ja, von Dan Simmons ist Helix bei mir eingezogen, auch gebraucht. Wir hatten ja in 17 und 18 einen Dan Simmons Leseclub, der ist jetzt zu Robert Harris umgewandelt worden. Und ja, Helix ist ein Band mit Kurzgeschichten zu verschiedenen Welten von Dan Simmons, aber eben auch ganz neuen Geschichten. Und ja, ist noch nicht gelesen, weil ich so ein bisschen die Lust an Dan Simmons verloren hatte. Es steht jetzt noch bei mir im Regal, ob es je gelesen wird, wer kann es sagen, oder ob es ungelesen rausfliegt. Ja. Weiß man ja noch nicht. Dann ist von Jeffrey Archer der erste Teil der Clifton-Saga bei mir eingezogen. Ja, wer sich jetzt fragt, hä, im März hast du doch schon alle gesuchtet, richtig. Aber ich habe natürlich nach und nach mir die Bücher im Taschenbuchformat zugelegt. Zum einen habe ich mir die Gebrauch gekauft, wie in diesem Fall. Zum anderen habe ich auch welche geschenkt bekommen. Oder der neueste Band war dann ja auch ein Rezensionsexemplar. Und das Buch habe ich relativ günstig, ich glaube so für 2-3 Euro in irgendeiner Gebraucht-Buchbestellung mit hineingenommen und hatte dann eben auch im letzten Jahr meine Clifton-Saga-Reihe vervollständigt, um sie dann einfach im Regal stehen zu haben. Ich selbst habe die Reihe ja gehört. Ich habe keins dieser Bücher gelesen, fand auch wirklich die Hörbücher großartig vertont und es zieht mich so gefühlt tatsächlich auch schon wieder hin. Also es ist faszinierend, was das für eine Sogwirkung hat und mit wie vielen Gedanken man tatsächlich immer nochmal in der Clifton-Saga ist, wie viele Geschichten, die im Nachgang kamen, sich damit auch ein bisschen messen müssen, was natürlich irgendwie schade ist, aber man vergleicht natürlich Geschichten, aber da ist das Buch dann bei mir eingezogen. Dann Gestalte dein Journal mit der Bullet Journal Methode von Jasmin Ahrensmeier, einer YouTuberin, der ich schon länger folge, die auch immer so ein bisschen ihr Bullet Journal zeigt, ihre Monatsübersichten zeigt, ihre Tracker, und das hat sie alles so ein bisschen zusammengefasst in diesem Buch. Das Buch fand ich auch richtig schön. Es war toll illustriert. Man hat gemerkt, dass sie die Bilder alle selbst gemacht hat, dass sie hier wirklich mit Leidenschaft dabei war. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Buch ist, glaube ich, aktuell bei der 4. oder 5. Freundin unterwegs. Das Buch wird also auch von mir sozusagen weitergegeben. Einfach für alle die sich für Bullet Journal ein bisschen interessieren, ist das absolut empfehlenswert, weil man bekommt ein Gefühl, wenn man es eben gestalten möchte mit Bildern, mit Grafiken, mit Bunt, wie man das richtig schön machen kann. Es geht natürlich ein bisschen weg von der ursprünglichen Idee des Bullet Journal, was ich ja in diesem Jahr gelesen habe. Aber wer eben gerne ein bisschen malt, ein bisschen was Buntes hat und da Ideen sucht, der wird hier auf jeden Fall fündig. Dann kam das zweite Buch von Annie Weir auf den Markt, Artemis. Ich habe ja hier den Marcianer abgöttisch geliebt und so musste ich natürlich auch Artemis lesen, beziehungsweise in dem Fall hören. Es ist für mich nicht an den Marcianer rangekommen, aber ich fand die Story, ja, einfach auch wieder diese Science-Fiction-Geschichte, einfach großartig. Viele haben gemeckert, dass wir in dieser Geschichte einen ähnlichen Humor haben wie beim Marcianer, der ja sehr trocken und auch manchmal ein bisschen zu viel des Guten ist, aber einfach humorvoll, und er trifft meinen Humornerv. Aber es ist eben einfach Andy Weirs Humor und es ist ganz klar, dass er sich auch in seinen Charakteren wiederfindet, und so finde ich das gar nicht schlimm. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Dann ist Palace of Glass, die Wächterin, bei mir eingezogen von C.E. Bernard. Das müsste tatsächlich der erste Teil gewesen sein, den ich großartig fand. Ich habe diesen Reihenauftakt absolut gefeiert, wo man sich eben nicht berühren darf, denn es gibt hier Magdalenen, die im Gedanken lesen und auch steuern können. Und dieses rote Seitenband auf dem Buchcover spielt tatsächlich auch eine relativ große Rolle. Ich fand den Auftakt großartig, denn er war spannend, mal was anderes. Er hatte tolle Charaktere und ich fand auch den Stil der Autorin wirklich großartig. Ich habe sie ja auch so am Rande der Leipziger Buchmesse im letzten Jahr getroffen, bei so einem Blogger-Event von Random House. Und sie ist ja eigentlich Deutsche, lebt aber irgendwie nicht in Deutschland und schreibt ihre Bücher tatsächlich auch im Englischen, werden dann im Grunde auch übersetzt, und leider war aber die Trilogie dann nach Abschluss der Reihe nicht mehr ganz so meins. Aber der erste Teil war wirklich großartig. Dann
Dann ist das neue Buch von Adriana Popescu herausgekommen und wurde von mir auch noch vor der Buchmesse gelesen. Ich habe dann auch mit der lieben Adriana in Leipzig an den Tisch gesessen. Wir durften uns ein bisschen länger unterhalten, also wir wurden so in Grüppchen eingeteilt. Und mir hat mein Sommer auf dem Mond super gut gefallen. Wir haben hier eben Jugendliche, die so ein bisschen Probleme im Leben haben, mit den Eltern haben, auch einfach ja mit wie sie sind. Und im Grunde in einer Klinik sich wiederfinden und da die Astronauten sich dann einfach nennen, diese Gruppe, die eben viele Unternehmungen macht. Und es war ein sehr tiefgründiges Jugendbuch mit doch sehr ernsten Themen, mit sehr spannenden Gedankengängen und wirklich, ja, Adriana kann einfach absolut gut schreiben. Dann ist bei mir der zweite Teil von Size eingezogen von Neil Schusterman. Ich hatte den ersten Teil ja gehört, wollte den zweiten Teil dann aber unbedingt vor der Buchmesse lesen, da es ein Bloggertreffen gab mit dem Autor und ich habe das Buch weggesuchtet, ich glaube in nicht mal 4 Tagen und ja, habe es mir dann auch signieren lassen. Auch der erste Teil ist als Hardcover bei mir eingezogen. Ich würde die Reihe aber unglaublich gerne beim nächsten Mal dann auch wieder hören, weil sie super vertont war von der Synchronstimme von Sean Bean, also Boromir und Ned Stark, und ich fand den ersten Teil zum Hören wirklich gigantisch gut. Das war echt ein Hörerlebnis Deluxe und ich habe den zweiten gelesen und es ist eine fantastische Reihe über das, was eben passieren kann, wenn man irgendwie doch unsterblich ist in dieser Welt und wo das auch einfach hinführen kann, dass natürlich trotzdem irgendwer ja im Grunde tot spielen muss. Und wir haben hier eben diese Gilde, die man auch recht schön jetzt an einer Figur sowohl im ersten wie im zweiten Teil sieht und wie die eben ja festlegen, wer stirbt, wann stirbt und wie jemand stirbt und was ja natürlich, wie diese Machtposition noch ausgenutzt werden kann. Also eine großartige Science-Fiction-Idee, natürlich Jugendbuch, aber doch ein sehr ein Jugendbuch für eher ältere Jugendliche, ich sag mal so ab 16, weil es doch schon ganz schön auch ans Eingemachte geht, eine gewisse Brutalität hat und natürlich auch so dieses Intrigen Spinnen nicht unbedingt was für ganz jugendliche Kinder ist. Dann ist das neue Buch von Guido Maria Kretschbar bei mir eingezogen, Das rote Kleid. Und hier unterhalten sich im Grunde Kleidungsstücke über ihr Leben, wie sie aufeinandertreffen und ja, erzählen auch etwas über ihre Besitzer. Und viele haben das ja abgetan, so à la wieso lässt er denn Kleidungsstücke sprechen? Ich muss aber einfach sagen, das Buch ist viel, viel mehr. Es ist eine absolut tiefgründige Geschichte über die Menschen, über was wir denken, wie wir sind, wie wir miteinander umgehen. Und das natürlich in Ausdruck von Kleidern. Also egal, ob es ein Trenchcoat ist, das rote Kleid ist, eine Bluse ist, eine Hose ist oder ein Hosenanzug. Ich fand es wirklich toll. Mir hat das unglaublich gut gefallen von Guido und ich ja, fand das toll. Auch das nächste Buch, Wolfsküsse von Ellie Radinger, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hier geht es eben um ja, besagte Frau, Autorin, die ihre Geschichte zum Thema Wölfe erzählt. Ein Thema, das ja doch zu sehr großen Kontroversen in Deutschland gerade führt, weil eben Wölfe zurückgekehrt sind. Und Deutschland gefühlt hat gar nicht darauf vorbereitet ist, beziehungsweise eben auch einfach die Bauern oder die Schafhirten überhaupt nicht damit rechnen konnten, dass das so passiert, was alles passiert. Und es ist, glaube ich, schwierig, hierfür eine Seite Partei zu ergreifen. Das Buch bringt uns das aber ein bisschen näher. Dann Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen von Leigh Bardugo. Ein Buch, das ich in diesem Jahr gelesen habe oder noch Ende letzten Jahres, was ich leider abgebrochen habe. Es war mir viel zu jugendlich, es war mir einfach zu einfach, zu merkwürdig, was mir über Wonder Woman erzählt wurde. Es war halt hier die Hintergrundgeschichte von Diana, die eben dann irgendwie eine, also Wonder Woman im Grunde ist, die aus den Amazonen herauskommt, die trifft auf eine Menschen aus New York City und versucht, ja, weil die eben ein gewisses Schicksal hat, sie im Grunde zu retten, beziehungsweise das Schicksal aufzuhalten, was eben die Vernichtung der Welt bedeutet. Und alles ist irgendwie unglaublich kindisch und jugendlich gewesen. Also das ist ein Jugendbuch, wie es mir nicht gefallen hat, denn es ist mir einfach viel zu leicht gewesen und der Schwerpunkt der Geschichte lag auch nicht auf Wonder Woman oder auf diese ja, Comic-Superheldenwelt, sondern tatsächlich auf dieses Jugendliche und wie eben eine Diana durch New York City läuft in ihrer großen Amazonengestalt, wie sie wahrgenommen wird, was sie alles nicht kennt auf der Menschenwelt, wie sie gegenüber Jungs im Grunde anspringt und ich dachte mir, nein, also ein Superheld, der ja natürlich waren die auch alle mal jung, aber das geht für mich nicht. Der Schatzsucher von Fabian Karl, den habe ich letztes Jahr auf der Buchmesse gekauft, weil ich das Buch mit Signatur für eine Freundin besorgt habe und als ich dann schon mal vor ihm stand und ich ihn eigentlich ganz cool und sympathisch fand, habe ich mir es eben auch mitgenommen. Ich muss aber gestehen, ich habe es noch nicht gelesen. Es ist ja auch so ein bisschen ein Buch über Trödelmärkte, was man wie wo finden kann, worauf man achten kann, worauf man achten sollte, wie man selbst vielleicht in seinem eigenen Hausstand wertvollen Trödel findet und ja, es ist nicht ganz mein Thema,
aber ich möchte es auf jeden Fall noch lesen. Dann ist das Päckchen in echter Form bei mir eingezogen von der lieben Jackie Fellgut. Sie hat es mir auf der Messe mitgebracht, natürlich auch mit Signatur. Und wir haben ja am Freitagmorgen wunderbar gemeinsam im Auto gemeinsam gefrühstückt. War super lustig, war arschkalt war es, aber es war cool. Und ja, ein Buch, das ich abgöttisch liebe. Ich fand das Päckchen einfach ganz, ganz toll. Ich mochte die Aufmachung, ich mochte die Geschichte, ich mochte den Stil von Jackie, wie sie dieses Päckchen mit Booktuber sozusagen ein bisschen zusammenbringen, wie sie das Thema aufgegriffen hat, dass eben eine Booktuberin dann auch auf einen Autoren trifft und ja, diese ganzen Kreise, und da fühlt man sich natürlich als eigener Booktuber ein bisschen heimisch. Hin und weg verliebt von Ella McCoy alias Elvira Zeisler habe ich mir als E-Book besorgt und auch gelesen, weil ich mit Elvira Zeisler, deren Pseudonym eben Elle McCoy ist, ja, lecker zum Abendessen war und sie mir ein bisschen vorgeschwärmt hat von ihrer Alaska-Reihe. Und da habe ich zu diesem Buch gegriffen und es hat mir sehr gut gefallen, war eine tolle Liebesgeschichte. Dann mein Date mit den Sternen von Bettina Behlitz. Ich ja, mochte einige Bücher von Bettina. Hier haben wir aber ein wirklich extremes Jugendbuch, wenn nicht gar Kinderbuch, das ich im Freundeskreis weitergegeben habe, ungelesen sozusagen. Also es ist zwar nicht gelesen, zählt für mich aber nicht, weil es ist nie auf meinem Sub gelandet. War eine unangefragte Rezensionsbeleg und finde ich zwar immer ganz schön, aber es muss natürlich so ein bisschen zu einem passen. Und ja, aber ich weiß, dass das Buch auf jeden Fall bei der Geschenkten sehr gut angekommen ist und dann ist auch alles in Ordnung. Nicht weg und nicht da von Anne Freitag. Ja, wurde natürlich auch ziemlich zeitnah von mir gelesen, weil ich den sehr intensiven, tiefgründigen Stil von Anne Freitag sehr, sehr gerne mag. Und auch in dieser Geschichte haben wir das. Nicht nur einen tollen Titel, ein tolles Cover, sondern wirklich auch wieder ernste Themen, auch ein bisschen nach unten ziehendes, was aber dann doch wieder irgendwie einen nach oben drückt, weil man einfach merkt, egal was passiert, es kann eigentlich immer nur besser werden und gut werden. Und ich mag den Stil von Anne Freitag einfach gerne, weil er nimmt wirklich so das Leben, wie es ist, wie wir es kennen, und packt da aber so eine Schippe nochmal irgendwie obendrauf. Hat mir unglaublich gut gefallen. Auch Fallende Stadt von Lauren De Stefano ist der erste Teil einer Trilogie. Ich habe die komplette Trilogie im letzten Jahr gelesen. Ich fand den ersten Teil großartig. Mich hat er absolut in den Bann gezogen. Auch so eine Science-Fiction-Geschichte, wo eben die Stadt unserer Protagonistin oberhalb der eigentlichen Welt liegt und da auch so ein bisschen, ja, dystopische Verhältnisse herrschen und natürlich sich da so ein Rebellentum auftut. Ich mochte den ersten Stil. Ist auch ein Jugendbuch, ist aber doch nicht ganz so flach gewesen und hat mir einfach gut gefallen. Es hat mich mitgerissen, gepackt. Ich mochte die Idee dieser Dystopie, wie man im Grunde eingeschränkt wird und was so ein bisschen auch Parallelen zu unserer Welt gebracht hat und was man eben tut, wenn man oben drüber schwebt und ja, was dann eben passiert, wenn man nach unten blickt. Und ja, das fand ich mega, mega spannend. Ich fand auch noch den zweiten Teil gut. Ich glaube, beim dritten Teil war es mir dann wieder doch zu viel Liebesgeschichte, zu viel Jugendstil, sodass ich da nicht mehr so ganz dabei war. Aber ich mochte die Trilogie alles in allem ganz gerne. Und auch das Cover sah einfach toll aus, oder? Ja, ja, und das war es jetzt, soweit ich das sehe. Es waren die 23 Bücher und ich habe jetzt an den Fingern gezählt, dass 3 nicht gelesen wurden. Beziehungsweise, ja, bei diesem 7 schönen Buch, eigentlich ist es ja mittlerweile gelesen. Aber natürlich habe ich auch mein Date mit den Sternen nicht gelesen, aber... ja, wie man es rechnen möchte. Ich finde, es ist ein ganz guter Schnitt. Also es sind um die 20 Bücher sozusagen gelesen worden und das finde ich wirklich ja, ganz gut. Das gefällt mir. Und auch, dass wirklich ein paar Bücher dabei waren, die nachhaltig im Kopf sozusagen geblieben sind. So, und das war jetzt auch schon der Rückblick auf die Neuzugänge aus dem letzten Jahr. Vielleicht kennt ihr ja eins der Bücher auch schon. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin auch immer daran interessiert, ob ihr selbst so eine Art Listen führt, ob ihr euren Sub unter Kontrolle habt, ob ihr wisst, was sich darauf befindet und vielleicht es auch bei euch einfach Erklärungen gibt, warum manches Buch eingezogen ist, aber noch nicht gelesen wurde. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Ihr findet alle Infos ein bisschen in den Infoboxen. Schreibt mir gerne ein paar Gedanken zu dem Format, zu dem Video, zu den Neuzugängen oder auch zu den ungelesenen Büchern in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.